Servus Freunde und willkommen zurück bei der Shisha WG. Beziehungsweise ist heute eher wieder Mo und Marv in Gefahr. Ich habe mir den Mo eingeladen aus Team Aeon. Wir sind mal wieder nach unserer Idee der kasachischen Granate auf eine weitere unglaublich geile Idee gekommen. Heute werden wir 10 Jahre alten Tabak in einem 10 Jahre alten Setup rauchen. Also eigentlich so, wie das früher angefangen hatte. Also als dein coolster Freund damals gesagt hat, Alter, ich habe einen Shisha, lass Skaterpark treffen, lass einen Shisha rauchen, Alter. Dann war das wahrscheinlich das Setup, das der Typ da hatte. Und das hat wahrscheinlich auch bei vielen Leuten dafür gesorgt, dass sie erstmal gesagt haben, Shisha ist richtig ekelhaft. Ja. Nie wieder Bock da drauf. Und genau deswegen rauchen wir das heute so. Ob es eine gute Idee ist? Werden wir Klasse fahren. Ich wollte eigentlich sagen, ich bezweifle es. Ich bin okay. Sehr optimistisch, dass das ein Top-Setup ist. Unsere Ingredienzien für dieses wunderschöne Pfeifchen. Wir haben hier die gute Instant Light Charcoal von belgiancharcoal.com, die 40mm Tablets. Wir haben hier einmal einen wunderschönen Orient Tobacco 2 Apples, ein 2011er Jahrgang, Südhang, sehr guter Jahrgang, sehr gut. Schön gereift, sollte vorzüglich schmecken. Und das hier ist der Mason Mini, nicht? Wird schwierig. Ist ein, mit einer sehr guten Lochung. Muss so fashion-mäßig. Nee, jetzt sieht man dein Gesicht wieder. Ach, scheiß doch drauf, wir zeigen den gleich in der mobilen Cam. Wir haben hier noch einen wunderschönen China Head 5-Loch-Kopf. Das hier brauchen wir auch noch und... Hey, wofür brauchen wir das? Schöne Lager. Können wir auf dem Kohleanzünder, oder? Was ist das für ein Feuerwerk auf dem Kohleanzünder? Ja, das wäre auch eine... Irre. Dann schön die Kohle oben drüber, bis das so leicht. Bis das so leicht. Ah. Knuspert und du merkst schon, dass die Kohle angeht. Du hast schon richtig Bock, ne? Ja. Du hast schon. Okay, komm. Und dann schön mit der Zange noch halten, dass, geil. Dass die Kohle vielleicht aus der Zange rutscht. Aha. Traum. Ja, Traum war auch genau das Wort, das mir da gerade in den Kopf kam. So, rein in die Masse. Erstmal zeigen wir die Pfeife, oder? Ja. So, also wir hatten verschiedene Ideen. Die erste Idee war diese unglaublich hochwertige Plastik-Wish-Pfeife. Aber dann kam uns noch was Besseres in den Kopf. Das war wahrscheinlich meine älteste Tradi, die ich besitze. Und zwar ist das, ja, dieses Ding hier. Also, Real Talk, die passt zum Doppel. Also, dieses Ding hier ist eigentlich nicht bei der Pfeife dabei. Okay, scheiß drauf. Ah ja. Warum? Warum kompliziert, wenn es auch einfach geht? Also ein Qualitätskohleteller, der ungefähr 0,5 Gramm wiegt. Und ja, die ganze Pfeife wiegt jetzt auch nicht bedeutend mehr. Und die mache ich dann gleich mal ready. So, dann zeig doch mal her, Mo, was haben wir da Schönes? Das ist ein wunderschöner... Ist die Kamera so beschlagen? Ja, ich mache euch mal sauber. Mein Handy ist heute vielleicht mal in den Pool gefallen. Da müssen wir vielleicht noch ein bisschen mit Kontrast arbeiten oder so. Aber das kriegen wir hin. So, das ist... Das musst du vor der Kamera machen. Das aufzumachen, das ist wie bei einem neuen iPhone, wenn du das holst und die Folie aufmachst. Wollen wir es zusammen machen? Darf ich mitmachen? Ja, komm. Boah, das ist wunderschön. So, jetzt wird spannend. Ach du Scheiße. Das ist besser als diese Oldschool Pokémon-Unboxings, sag ich dir. Wir fangen mal mit dem Kopfbau an. Fluffig rein. Also riechen tut er tatsächlich nicht verkehrt. Ich würde sagen, wir bauen das Ganze leicht unter den Rand. Das ist natürlich die Frage, wie hat man so einen Kopf vor 10 Jahren gebaut? Weiß nicht, ob da schon die Ultra Overpack Setups waren. Aber ich würde es jetzt einfach mal so machen. Bisschen verteilen noch, bisschen auflockern. Und dann kommt auch schon die Haushaltsalu zum Einsatz. So, dann würde ich sagen, dass wir den Marvin auch gleich schon abholen mit dem wunderschönen Kopf hier. Ah, da haben wir noch so viel Tabak übrig. Da könnten wir direkt noch ein paar Köpfe bauen. Köstlich. Perfekt. Du brauchst noch Haushaltsalu, oder? Yes. Aber guck mal, was die hier schon bringen. Köstlich. Oh, das riecht eigentlich gut. Riecht auch wirklich gut.
Also er riecht wirklich nicht verkehrt. Ja. Aber warum ist er so dunkel? Das ist gute alte Dark Blend. Ja, ich glaube, eine Lage ist ein bisschen wenig, deswegen halte ich das Ganze einfach mal. Boah, das ist... fühlt sich so falsch an. Nachspannen natürlich. Wenn ich gleich nachspanne, reißt mir wahrscheinlich die komplette Alufolie. Mal schauen, ob ich das direkt nochmal machen kann. So. Das ist schön. Der Kopf ist auch ready. Wunderschön. Hier haben wir noch einen wunderschönen Schlauch dran. Klassiker. Hier kannst du dich noch mit dran aufhängen, wenn der Kopf mal wieder nicht schmeckt. Anschluss ist, ja, rein in die Masse-Modus. Ja. Nicht ganz, was wir gesucht haben, aber immerhin deutlich billiger als die SWG-Zange. Hier sogar noch mit dieser blauen Folie. Willst du halten und nee, ich... Nee, ich will... Ich weiß nicht, ob ich sie so halten soll. Nee, außen? So? Ja. Vielleicht bieg mal am besten die Zange vorne noch ein bisschen... Oh, es wird so stinken. Boah, wow. Guck mal. Es wird so stinken. Ach du Scheiße, Feuerwerk, Junge. Da beginnt schon das Erlebnis. Ah, ja. Die muss aber komplett an sein. Diese eine schwarze also, Stelle ja, noch, ne? Wenn der bleibt, dann schmeckt die Pfeife. Füll mal ein bisschen von hier drüben so. Ja, die kann drauf. Ja, die kann drauf. So. Wow. Oh, shit. Hört ihr das? Warte mal. Dann, ja, ich glaube tatsächlich, dass diese Öffnung hier oben, die ist einfach zu klein. Geht's andersrum? Ja, andersrum geht. Ja. Aber, naja, das sieht auch aus wie in der Shisha, aber weißt du, wenn die nicht mal verstanden haben, warum diese Dinger drauf müssen, dann weißt du, du bist in der guten Shisha. Aber mir hat früher irgendjemand mal erzählt, so rum ist besser, weil der Geschmack dann zentrierter über die Zunge läuft. Jeder weiß, oh, scheiße. Diese Rauchentwicklung sehe ich direkt schon. Einfach wunderschön. No joke. Ist nicht absolut scheiße. Also ich wäre jetzt gern auch dieser YouTuber, der so... Alter, boah, Freak. Aber ist nicht. Der braucht Hitze. Oh. Das war die Schlauchklassiker. Oh, hoppala. Das ist wie ein Feuerwerk. Ja. Habe ich heute extra für dich gemacht, Mo. Ich hoffe, du weißt das zu schätzen. Ja, safe. Ja, komm, das reicht. Ernsthaft? Guck mal. Ja, komm. Also, pff, weiß ich nicht. Wie machen wir das jetzt? Ja. So, ganz klassisch. Geil. So, wie man das halt früher gemacht hat. Hat er das so gemacht? Keine Ahnung. Hätten wir es einfach bei einer gelassen. Oha! Junge! Kalaut, hu! Ehrlich, so schlimm jetzt? Ja, jetzt. Ah, scheiße. Der Selbstzünder-Geschmack kommt jetzt, glaube ich, durch. Pass mal auf, wenn ich jetzt puste. Ja, vielleicht legen wir auch gleich eine runter. Meinst du, das ist zu viel? Ja. Ja, okay. Es ist nicht schlimm. Es drückt nicht. Nee. Es kratzt nicht. Aber es... Aber du schmeckst halt jetzt ja die Scheißkohle. Also, was haben wir gelernt? Oldschool-Setup oder kasachische Granate. Oldschool, aber mit einer Kohle. Ja, safe. Dann raucht es zwar fast nicht, aber so ein bisschen Geschmack. Das ist halt ein gutes Slow-Heat-Setup. Grenzwertig widerlich. Endlich fühlt sich der Chat wieder Shisha-Profi und ihr wie Beginner. Danke für dieses Gefühl, wenn auch kurz anhaltend. Ja, schön, ne? Aber Ringe gehen, muss guter Tabak sein. So schlimm jetzt? Ich finde, das wird immer widerlicher. Oh Junge, ich will gar nicht nochmal ziehen. Echt immer boah, wieder. Boah, so im Nacken. Boah. Yeah. Als ob du so ein Stück Selbstzünder einfach so im Mund so. Mm-hmm. Mm-hmm. Wo
Wobei das jetzt echt schade um den Tabak ist. Weil der Doppelapfel an sich hat am Anfang echt gut geschmeckt. Oh. Also, kann ich nur einladen, wenn du möchtest. Bau dir gerne jetzt ein Köpfchen von dem Tabak in einen gescheiten Kopf. Ja komm, ich baller den gleich durch. Doch. Ja, okay. Ja, safe. Okay. Film ich dich gleich. Richtig durch. Einfach schön. Das ist zu krass. Ja, das war's für mich an der Stelle. Ich zieh durch. Beim nächsten kotze ich auf den Tisch. Das irgendwann wird's vielleicht noch besser. Ich schwöre euch hoch und heilig, das war nicht gespielt. Ich schwör's. Boah. Nee, so langsam wird's. Hast du auch genug? Du kannst nochmal einen guten Zug nehmen. Danke, ich habe eben schon fast auf den Tisch gekotzt. Das reicht mir. Was ist dein Fazit? Mo und Marvin gefahren. Mit einer Kohle fand ich den Tabak gut. Der hat safe gut geschmeckt. Wir hatten wenig Geschmack safe von der Selbstzünder Kohle. Es war echt okay. Es war viel besser, als ich mir vorgestellt habe. Absolut. Viel besser. Ich dachte, der Tabak ist wirklich gar nichts als mehr. Als ich das erste Mal die Kohle draufgelegt habe und dieses Zischen gehört habe, dachte ich mir, jetzt ist schon vorbei. Jetzt ist einfach schon vorbei. Aber ich hab's. Also mit einer Kohle war es echt okay. Aber die zweite, und wenn man dann richtig festzieht, ist wirklich Feierabend. Aber also bei einfach nur wieder. Als du gesagt hast, zieh mal richtig fest und ich wirklich reingeballert habe, beim Ausatmen. Also es hat wirklich nicht viel gefehlt, ne? Dieser Geschmack von der Selbstzünder, der kommt aber auch immer wieder. Du schmeckst null Doppelapfel mit dabei. Null. Du schmeckst nur Kohle. Ein guter Kopf Doppelapfel Kohle. Ja. Oder Kohle mit einem Hauch Dapfel. Ja. Aber nur ein Hauch. Leute, hoffentlich hat euch auch diese Folge Mo und Marv in Gefahr gefallen. Wenn dem so ist, Daumen nach oben dalassen, Abo dalassen und ganz wichtig, euren Vorschlag für die nächste Folge unten in die Kommentare packen und dann suchen wir uns die nächste beschissene Idee aus, die wir trotzdem probieren werden, weil wir einfach dumme Menschen sind. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.